Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zur ersten Roadmap im Jahre 2024. Und zwar mit ganz vielen Ankündigungen, ganz viele interessante Dinge, die jetzt neu veröffentlicht worden sind. Wir gucken uns direkt mal die Übersicht an der Roadmap, gar keine große Vorrede. Wir starten direkt und sehen im Bereich 0 bis 3 Monate den Winter Core Update. Das Update haben wir schon bekommen mit all den Quality of Life Improvements. Und sonstigen Fixes, der Formation Design existiert jetzt mittlerweile auch für den PC. Das Ganze soll noch für die Konsole irgendwann kommen. Wann genau ist allerdings nicht klar. Aber es wird auf jeden Fall noch kommen. Dann Add-ons. Einerseits wurde jetzt enthüllt London Overground, Gospel Oak nach Barking Riverside, die sogenannte Goblin Line. Dann zu dem, was uns hier vermutlich am meisten interessieren würde. Einerseits nämlich die Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim mit der Baureihe 110. Und den Dostos und auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht eine kleine Überraschung oder es wird auf jeden Fall sehr viele freuen, die Semmeringbahn, Wiener Neustadt nach Mürzzuschlag. Eine Strecke, die DTG bereits vor etlichen Jahren schon mal im Train Simulator gebaut hat. Ich glaube, es gibt auch eine Version von RSSLO von der Strecke und die Strecke verspricht auf jeden Fall einiges, was so die Szenerie angeht. Die ist wirklich unfassbar schön. Wer da schon mal in Realität unterwegs war, der wird das bestätigen können. Und auch dann tatsächlich jetzt der Wiener Bahnhof Neustadt, der jetzt mit dabei ist, also das erste Mal auch jetzt auch Wien im TSW vertreten. Dann hier Third-Party-Partner-Releases, also die ganzen Third-Parties. Was steht dazu? Dazu steht die Cargo Line Volume 2 von Skyhook Games, das ist etwas Britisches. Dann hier schottisch von Rivet Games, die Five Circle Line Edinburgh nach Markinch mit dieser ganz berühmten Stahl, ja, es ist keine Stahlbogenbrücke, aber sondern ja, so eine ganz berühmte Stahlkonstruktion. Die Strecke gibt es auch schon im Train Simulator, kann man sich da auch angucken. Und die BR Class 104 und Peak Forest Expansion Pack kommt von Simtrack Studios, die also jetzt ihr zweites DLC veröffentlichen und zwar diesmal das allererste Mal tatsächlich eine Lok, die sie selbst bauen, beziehungsweise das ist ein Dieseltriebwagen. Dann im etwas späteren Bereich kommt dann das Add-on San Bernardino Line, LA nach San Bernardino. Eine UK-Lok, vermutlich von DTG. Und hier aus den Partner-Releases, neben der ScotRail Class 158 von Skyhook, kommt auch noch von Simtrack eine deutsche Lok. Und da würde mich persönlich interessieren, welche Lok das ist. Das ist jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Aber sicherlich habt ihr da schon Spekulationen. Ich würde vielleicht sagen, eine Baureihe 120 könnte es sein, wer weiß. Aber es könnte auch alles Mögliche sein, es könnte auch ein Flirt 3 sein oder was weiß ich. Ne? Also da gibt es wirklich alle möglichen Fahrzeuge, die da aktuell in Frage kämen. Und Release Date to be confirmed, also die sind weiter auf der Roadmap, aber wann die genau kommen, ist nicht klar. Die Baureihe 420 ist nach wie vor dabei. Dann und damit wird es die erste asiatische Route geben im TSW, die Tadami Line von Wakamatsu wird es, glaube ich, ausgesprochen, nach Tadami, gebaut von Union Workshop, die bereits aus dem Train Simulator bekannt sind für ihre Strecken, die auch eigentlich recht gut sind. Und jetzt wird die Tadami Line, wir gucken uns das Ganze gleich in Detail an. Wird es jetzt auch in den TSW schaffen? Dann Köln-Aachen Fahrplan-Update nach wie vor im Bau. Das dauert noch ein bisschen, die Suspension-Improvements und eine weitere US-Strecke. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz hier mal rein. Und zwar gucken wir uns an dieser Stelle direkt mal die Strecke mit der Baureihe 111 an, nämlich die Salzburg-Rosenheim-Strecke. Da gibt es ein paar bewegte Bilder tatsächlich. Da würde ich sagen, schauen wir mal rein, was es da so zu sagen gibt. Ich spule nochmal ein bisschen vor. Da sehen wir die Baureihe 111. Ne, also Baureihe 11, 111 509-2 mit den Dostos hinten dran. Die Dostos sind die altbekannten Dostos, aber das ist okay, denn die sind halt realistisch. Die sind ja wirklich da gefahren. Von daher war es zu erwarten, dass es die altbekannten Dostos sind. Von daher ist es keine Enttäuschung, weil mit einer realistischen Erwartungshaltung wusste man das halt schon von vornherein. Hier der Führerstand der Baureihe 111 sieht einfach schön aus. Ne? Also klar, 3D-Modelle von DTG im TSW immer schön, kann man nicht meckern. Der Führerstand sieht gut aus.
Hier so ein GSM-R-Funk, das sieht auch ganz cool aus tatsächlich an dieser Stelle. Wir sehen, Güterverkehr wird auch vertreten sein. Durch welche Lok den Güterverkehr ziehen wird, ist an dieser Stelle, glaube ich, noch nicht klar. Hier sehen wir auch diese Autotransportwagen. Allerdings sehe ich hier noch keine neuen Wagen. Da ist noch eine verkehrsrote Lok, glaube ich. Könnte nur 185 sein, könnte aber auch nur 101 sein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, wobei, ich glaube, da erkenne ich diesen Railion-Schriftzug drauf. Also wird das schon nur 185 sein. Ja, genau. Also sieht das Ganze in Bewegtbildern aus. Eine wirklich schöne Strecke, die auch teilweise ein bisschen bergig ist. Es gibt Führerstandsmitfahrten auf YouTube, die kann man sich gerne mal angucken. Das sieht schon ganz hübsch aus. Und das Ganze nicht vergessen ist Work in Progress, ne? Das kommt noch alles. Das wird noch alles um einiges besser. Auch hier der ÖBB Talent. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob der mitgeliefert wird oder ob der als Layer dabei ist, aber auf jeden Fall hier Salzburg Hauptbahnhof sieht auf jeden Fall sehr schön aus mit der 111. Ja, ne, also sehr, sehr schön. Auch wie gesagt, ne, alles Work in Progress, das spiegelt definitiv noch nicht den finalen Zustand wider. Containerwagen sind da mit dabei. Da sehen wir, das ist auch schön hier, dieses Schild, Bahnhofsschild von Salzburg, einfach so auf dem Boden liegend. Hier sehen wir gerade so einen Zustand mit Bauarbeiten, dann eine 111, die nochmal vorbeizieht. Eine 101 mit Intercity, das ist auch dabei, vermutlich als Layer, also muss man halt schon vorher besitzen. Dann gucken wir uns mal einzeln an, ne? London Overground, da gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber. 13 Meilen. 13 Stationen von TfL lizenziert mit der Class 710. Das hier ist die Strecke von Gospel Oak hier links bis ganz nach rechts, Barking Riverside. Dann hier das Interessantere für mich zumindest in diesem Fall, Salzburg-Rosenheim mit der Baureihe 111 und den Dostos. 89 Kilometer Strecke, also wirklich ordentlich was an Strecke, 13 Stationen. Wir haben eine Grenzüberquerung bei Freilassing und es gibt viele Layer und zwar unter anderem auch die 628 inkludierend. Da bin ich also gespannt, was da so kommt. Ne? Also wir haben gesehen, Intercities, Taurus wird da vermutlich auch irgendwie reinlayern. Ja, eine 363 wird da sicherlich auch irgendwo vielleicht hin und her rangieren. Ja, die Dostos ganz klar, die Baureihe 110 wird vielleicht auch oder irgendwo noch unterwegs sein. Also auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten und auch im Güterverkehr 185, 155, 143, das sind ja alles Loks, die ganz gut passen würden. Die Strecke ist nämlich gesettet ungefähr im Jahr 2010, Pi mal Daumen. Das heißt also, sowas wie ein Vectron wird man da jetzt nicht sehen, aber das hält einen ja nicht auf, trotzdem mit einem Vectron dort zu fahren. Ne? Also das Ganze geht ja über den Freeroam-Modus oder über Szenarien, das ist ja gar kein Problem. Das ist nochmal die Strecke in der Gesamtübersicht. Von Rosenheim hier links über Bad Endorf, Prien am Chiemsee. Ne? Also das wird auch sicherlich ein sehr schöner Teil der Strecke sein, da am Chiemsee vorbeizufahren. Über Traunstein, Freilassing und dann, ne, hier bei Freilassing die Grenzüberquerung von Deutschland nach Australien, wollte ich gerade sagen, Austria nach Österreich, bis hier ganz hinten Salzburg Hauptbahnhof mit den Halten davor, Taxham Europark, Salzburg-Eigelhof und Salzburg-Mülln-Altstadt. Dann die amerikanische Strecke, die San Bernardino Line. Das ist ganz interessant an dieser Stelle. Das Einzige, was ich sagen möchte hier, das ist ja komplett gerade. Das ist nämlich so, dass die Gleise in der Mitte einer Autobahn, eines Highways sind. Und dementsprechend ist das Ganze hier sehr, sehr gerade. Das wird sicherlich irgendwie ganz interessant aussehen, wenn wir uns vielleicht auch mal angucken. Das ist die entsprechende Lok, Diesel-Lok, die da mit dazu kommt. Und zwar eine Metrolink MP36PH. Genau. Dann hier wieder interessanter für uns die Semmeringbahn Wiener Neustadt nach Mürzzuschlag. Schon wieder australisch, nein, eine österreichische Strecke mit der ÖBB 1116 und den ÖBB BPMZ-Wagen, das heißt also, sie werden tatsächlich Eurofima-Wagen bekommen, der ÖBB, 68 Kilometer Strecke. Die Strecke wurde ja im Train Simulator gebaut, da ging sie allerdings nur bis Glocknitz.
Glocknitz, glaube ich. Genau, und nicht bis nach Wiener Neustadt. Das heißt also, die Strecke hier ist länger als im Train Simulator. Genau, wir haben Hügel, Tunneln, Viadukte, alles Mögliche. Und haben halt eben diesen Bereich hier, der entsprechend langsamer befahren ist, der halt alpin ist. Und dann hier diesen Bereich bis nach Wiener Neustadt, wo ich glaube, eine V-Max von 140 teilweise gilt. Ich glaube, vielleicht sogar 160. Auf jeden Fall kann man da 140 ordentlich da durchballern. Hier auch wirklich ein sehr, sehr schönes Bild auf diesem Viadukt, das auch, glaube ich, sehr markant ist für die Strecke. Ich habe vergessen, wie es heißt. Mit der ÖBB 1116 und den Eurofima-Wagen hinten dran. Und der Talent ist natürlich auch dabei. Ja, zum Taurus, der wird mitgeliefert. Jetzt hier in dieser ÖBB-Lackierung. Und zwar eine 1116, das heißt also, es wird der blaue Führertisch sein mit den MFDs als Displays und eben keine analoge Anzeige. Und wir haben ja schon mal ein Update bekommen für die Kassel-Würzburg 182. Die hat ja ein neues Soundset bekommen. Und ich denke mal, diese Sounds, die damals dort eingebaut worden sind, das war so testweise, um zu gucken, wie das hier vielleicht bei diesem Fahrzeug dann klingen würde. Ich bin mir also recht sicher, dass dieser Taurus hier mit den komplett neuen Sounds kommt und die klingen dann hoffentlich gut. Die Aufnahmen sind nämlich gut, die DTG hat. Hoffentlich sind die auch gut implementiert. Da werden wir dann natürlich genau hinhören. Und hoffentlich ist es dann besser als bei der Kassel-Würzburg-Variante. Aber da war ja viel Zeit dazwischen. Das heißt also, es kann gut sein, dass jetzt die Sounds gescheiter eingebaut sind. Dass vielleicht die gleiche Person, die beim Vectron die Sounds eingebaut hat, sich auch um den Taurus kümmert. Das wäre ja ganz schön. Einziges kleines Manko an der Strecke, finde ich, sind die Wagen. Das sind nämlich die BMZ-Wagen und mehr nicht. Ne? Also, das ist der einzige Wagentyp, den wir bekommen, was halt nicht ganz realistisch ist. Das wäre schon schön gewesen, wenigstens eine erste Klasse zu haben, aber die haben wir halt nicht. Aber es gibt ja den Freeroam-Modus und den Formations-Editor. Das heißt also, man kann sich ja easy peasy noch erste Klasse Intercity-Wagen zum Beispiel von der Baureihe 101 oder der 103 da noch dranhängen und damit dann rumfahren. Also, ne, man kann da schon sehr kreativ werden und auch mit Repaints arbeiten und so. Das geht alles. Aber ja, mitgeliefert wird erstmal nur halt dieser BMZ-Wagen mit dem entsprechenden Innenraum von der ÖBB. Ne? Das ist dann nicht der Intercity-Innenraum von der Deutschen Bahn, sondern eben von der ÖBB. Und halt eben die angepasste 1116. Ich glaube, das 3D-Modell könnte mehr oder weniger das gleiche sein. Der Innenraum ist aber definitiv im Führerstand angepasst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Frage wird auch sein, wie sieht es aus mit dem Durchgang mit dem Maschinenraum, denn der müsste eigentlich bei der 1116 anders aussehen als mit der 182, die wir in-game haben. Dementsprechend, ja, also irgendwie wird man da ja durchlaufen können, denn die Tür ist ja hier. Frage ist halt, ob der Maschinenraum auch angepasst ist oder ob es der gleiche ist. Mal gucken. Dann hier Simtrak, die Baureihe 104, also BR Class 104 für Peak Forest bauen. Ein Dieseltriebwagen, der auf jeden Fall sehr hübsch aussieht, sehr altbacken, kenne ich mich persönlich nicht mit aus, aber ja, Work in Progress halt. Ne? Dann Skyhook Games für London, für Midland Mainline, mit diesen Wagen hier, mit diesen HOA Aggregate Wagon, kenne ich mich jetzt auch nicht weiter aus. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, ein Wagentyp, den ich persönlich so aus Mitteleuropa nicht kenne, aber ja, ne? Oder zumindest nicht so aussehend. Die haben ja schon eine sehr spezielle Form. Sehen so ein bisschen aus wie diese Staubgutwagen, die wir haben. Aber okay, ja, dann ansonsten Skyhook Games mit der Scotrail BR Class 158 und ja, hier steht noch was von Skyhook, von einem Fahrzeug, das Skyhook baut. Also auch, ne, die Leute, die auf die UK interessant finden, die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Dann, jetzt wird es wieder interessant, die Tadami-Line. Aizu Wakamatsu nach Tadami und damit das Debüt von Japan im TSW, gebaut von Union Workshop und das sind halt sehr, sehr frühe Bilder, ne, aus dem Work-in-Progress-Stadium. Aber es sieht schon charakteristisch aus nach Japan und nach Union Workshop. Ja, auch das hier sehr schön.
Hier entsprechend, ihr seht diese neuen Assets, die wir jetzt im TSW haben, oder was heißt jetzt, die irgendwann dazukommen werden. Diese Häuser gibt es definitiv so nicht. Das ist auch, glaube ich, so eine recht, ja, eine landschaftlich geprägte Strecke. Ja, ne, schön, so ein kleines, also schön ist das nicht, aber ne, so eine kleine Hütte als Wartehäuschen mit noch so einem Besen drin. Also auf jeden Fall Liebe zum Detail ist mit dabei. Schönes kleines Bahnhofsgebäude. Auch hier, neue Fahrradmodelle. Das ist auch ganz schön zu sehen. Und ja, ne, die entsprechend sehr charakteristischen Häuser hier an dieser Stelle. Neue Bahnübergangsassets und sicherlich auch komplett neue Sounds und alles Mögliche. Sehr, sehr schön. Dauert aber auf jeden Fall noch recht lange, bis diese Strecke irgendwann kommen wird. Wir können uns das Ganze mal angucken. Hier Union Workshop. Entschuldigt. Im Train Simulator haben die ja schon einige Strecken gebaut. Und die Strecke, die jetzt hier im TSW kommen wird, die haben sie auch im Train Simulator gebaut, die Tadami Line. Und da kann man auch mal sich auf jeden Fall angucken, wie das Ganze so aussieht mit diesem entsprechenden Dieseltriebwagen, der dann damals mit dazu geliefert worden ist, der auch, glaube ich, in Japan recht viel unterwegs ist, auch übrigens hier sehr gut bewertet. Und Leute, guckt euch das an, wie schön das ist, ne? Also hier mal die Screenshots ein bisschen in groß. Ja, gut, also Ausgestaltung hier sei es mal dahingestellt, aber ja, ne, das ist schon, also einfach sehr, sehr, sehr naturbelassen. Und teilweise wirklich unfassbar schöne Streckenteile. Da bin ich besonders gespannt, wie sieht das bei euch aus? Wie sehr interessiert euch das? Eine japanische Strecke. Und auch interessant zu sehen, was die ja sonst noch so gebaut haben. Die haben ja auch unter anderem Tokyo Commuter. Die Strecke haben wir uns sogar schon mal zusammen angeguckt. Ansonsten gibt es auch chinesische High-Speed-Lines, Hochgeschwindigkeitsstrecken. Wobei ist das China? Doch ja, das müsste, glaube ich, China sein. Oder ist das Japan? Das ist auf jeden Fall hier Shanghai, der Maglev. Ja, keine besonders gute Strecke, ehrlicherweise, aber naja, gehen wir wieder zurück zur Roadmap. Und das jetzt wird es nochmal besonders interessant zum Schluss. Und zwar mit einer kleinen Liste, die ja, die als Third Parties für den TSW entwickeln. Rivet Games kennen wir, ist bekannt. Genauso wie Skyhook, auch das ist bekannt. Simtrack haben wir uns jetzt angeguckt. Es gibt ja, da gehe ich nochmal ganz, ganz kurz ganz hoch, hier dieses deutsche Lok-DLC von Simtrack. Ne? Also da stellt sich dann immer noch die Frage, welche Lok das ist. Dann haben wir Luminaries, ein Studio, das mir persönlich nichts sagt. Ich habe sie gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Im Train Simulator auf jeden Fall nicht bekannt. Scheint also ein komplett neues Studio zu sein, das sich da irgendwie zusammengesetzt hat. Ob es US-Content macht oder deutschen Content oder UK oder Asien oder vielleicht sogar Afrika. Keine Ahnung. Wirklich gar keine Ahnung. Luminaries klingt halt ein bisschen, also es ist halt ein englischer Name. Könnte auf was Englisches hindeuten, könnte vielleicht auf was Französisches hindeuten. Ich weiß es nicht. Noch hat sich da niemand zu erkennen gegeben, wer oder was Luminaries ist. Wenn es da aber mehr Infos gibt, dann sage ich euch gerne Bescheid. Dann Alan Thompson Sim, UK-Content und zwar auf einer, ja, sehr hochklassig. Wissen wir auch noch nicht, was die machen. Just Trains ist bekannt, UK-Content. Rail Traction, die sind ganz interessant, weil Rail Traction es hat auf jeden Fall sehr vielen deutschen Content. Ich glaube, die haben hauptsächlich, die haben oder vor allen Dingen verkaufen die Fahrzeuge, teilweise auch eingekaufte Fahrzeuge, wie hier dieser Stadler Flirt 3. Also da können wir uns auf jeden Fall auf Rollmaterial, glaube ich, freuen, was so Rail Traction angeht, vor allem Güterwagen. Da haben die sich, glaube ich, sehr spezialisiert. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher. Hier ist zwar bei den Strecken wird zwar was angegeben, aber ich bin mir nicht ganz sicher, denn diese Strecke hier zum Beispiel, das Moseltal wurde ja nicht von Rail Traction gebaut, sondern eigentlich von Padlabs bzw. Aerosoft, genauso wie hier Münster-Bremen und so. Das ist ja auch nicht von Rail Traction, sondern die
Ihre eigenen Hausmarke-Produkte sind, glaube ich, hauptsächlich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sind hauptsächlich Güterwagen. Aber das ist ja toll, ne? Also hier eine Vielfalt an Güterwagen fehlt ja am TSW absolut noch. Gerade was so solche Containerwagen und so angeht und solche, ne, also wenn wir uns zum Beispiel sowas hier angucken, SGG, NSS haben wir zum Beispiel nicht. Oder hier auch solche Tanktainerwagen. Diese Wagen, die sieht man recht viel in Deutschland tatsächlich, die sowohl Tankwagen sind, als auch gleichzeitig irgendwie einen halben Container da aufladen können. Also ist auf jeden Fall interessant. Dann als nächstes Train Motion. Train Motion ist super interessant, weil Train Motion eine rumänische Third Party ist, die Fahrzeuge meines Erachtens auf oder in recht guter Qualität herstellt. Ne, also wenn wir uns das mal angucken, das sind rumänische Fahrzeuge, haben aber auch deutsche Fahrzeuge gebaut, zum Beispiel hier diese Dostos. Allerdings ist der Führerstand dieser Dostos nicht benutzbar, sondern das ist halt mehr so KI-Material auf sehr hoher Qualität. Und eine Lok muss man dann irgendwie gucken, wie man das Ganze macht im Train Simulator. Ich glaube nicht, dass dieses Konzept im TSW bestehen würde. Aber auf jeden Fall trotzdem, die können sehr gut Fahrzeuge modellieren und bauen. Das sieht man hier auf jeden Fall. Und auch Loks eben auch, rumänische Loks, da freue ich mich sehr drauf, denn Rumänien im TSW ist halt nicht vertreten. Und Rumänien, wer schon mal vielleicht in Rumänien war, der weiß, da ist auf jeden Fall sehr viel in Rollmaterial unterwegs und zwar auch teilweise Ex-DB bzw. Bundesbahn-Rollmaterial. Von daher, das ist schon interessant. Und vor allen Dingen haben die halt eben auch Strecken gebaut. Zum Beispiel können wir uns hier mal so eine Strecke angucken von Bukarest nach Barsow. Und ich persönlich war schon mal tatsächlich hier das ist Bukarest Nord. Und da muss ich sagen, der Bahnhof sieht wirklich so aus. Also gerade hier dieser Innenbereich von dem Bahnhof, das sieht wirklich so aus. Und erkenne ich sofort wieder auch hier mit dieser Brücke da oben drauf. Das Ganze sind übrigens Work-in-Progress-Bilder, ne? Also keine Sorge, da die fertige Strecke hatte der ja links und rechts dann auch noch viel mehr Assets. Hier diese Brücke auf jeden Fall sehr bekannt. Ja, und der Zustand zum Schluss. Ich glaube, ja, ne, dann seht ihr es auch richtig mit Assets und Vegetation und allem Möglichen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall rumänischer Content könnte uns erwarten und da freue ich mich sehr drauf, denn osteuropäische Eisenbahn ist wirklich toll. Dann Trains from Germany ist bekannt, Baureihe 420, Baureihe 232, Baureihe 218, all die Dinge, die ja in Entwicklung sind für den TSW und kommen werden. Dann Union Workshop haben wir uns gerade jetzt schon angeguckt zusammen. Ne? Das mache ich jetzt mal kurz zu. Dann haben wir Ticket to the North. Ticket to the North ist tatsächlich ein beka bereits bekannter Hersteller. Und zwar, das ist der gute FCE Schmidt, heißt er, glaube ich, im Forum. Und ja, das hier ist seine Strecke, die er baut im TSW, nämlich die Strecke von Husum nach Tönning. Und die haben wir uns ja schon mal zusammen angeguckt und die sieht ja wirklich toll aus. Und ich denke mal, es wird dann auch dieses Projekt hier sein, Husum-Tönning, was er dann auch offiziell vertreiben wird. Das heißt also, die Strecke kommt nicht nur für den PC, sondern die wird auch für die Konsolen kommen, denn er macht das ganz offiziell. Es sei denn, das offizielle Projekt ist nochmal eine andere Strecke und das ist eher sowas, was er so inoffiziell macht, in Anführungszeichen. Das kann natürlich auch sein, dass es da nochmal andere Projekte gibt, aber ehrlicherweise am meisten Sinn ergibt halt wirklich, dass es halt diese Strecke hier ist, ne? Weil zwei Strecken gleichzeitig bauen, das können nicht viele, außer Pilot 21. Aber ja, dann, und damit habe ich gar nicht gerechnet, Helikon Media. Helikon Media, da gucken wir uns mal die Webseite kurz an. Die machen, glaube ich, hauptsächlich OMSI-Content, haben für den Train Simulator zwar auch Content, allerdings, glaube ich, nur, sofern ich das richtig sehe, als Publisher. Also hier, die haben hier diese Fahrzeitpakete. Das wurde zum Beispiel entwickelt von 3D-Zug. Ihr seht es, ne? Aber Publisher ist Helikon Media. Das kann also sein, dass Helikon Media vielleicht jetzt hier im Kontext von TSW selbst gar nichts baut, sondern irgendjemand, der vielleicht mit dem Editor irgendwas gelernt hat zu bauen, hat sich an Helikon Media gewendet, hat gesagt, ey Leute, ich brauche einen Publisher.
ich brauche irgendwie jemanden, der mich bei DTG vertritt und Helikon Media vertritt, ein Studio oder eine Person oder wie auch immer bei DTG als Publisher. Und DTG ist wiederum Publisher für die Inhalte von Helikon Media. Das kann sein, dass es das ist, weil ich glaube nicht, dass Helikon Media selbst da was baut, sondern dass da halt irgendjemand im Namen von Helikon Media was baut. Meine Vermutung. Und als letztes, und das freut mich, RSSLO ist im TSW. RSSLO macht sehr viel Train Simulator Content, vor allen Dingen Österreich und Slowenien, bis in Italien ist auch mit dabei. Und RSSLO scheint jetzt den Markt gewechselt zu haben oder wird sich zumindest auch ausbreiten auf den TSW. Und da erwarten uns dann selbstverständlich, würde ich mal behaupten, ganz viele österreichische Strecken. Slowenien wäre auch toll, ne? Also slowenisch oder österreichisch, beides wirklich toll. Teilweise sogar ja bis nach Italien gebaut. Also da erwartet uns einiges. RSSLO gucken wir uns auch mal ganz kurz noch an, deren Webseite. Ne, haben auch viele interessante Fahrzeuge gebaut. Der ÖBB CityJet, der auch, glaube ich, ganz gut ist. Die Ostbahn von Wien Hauptbahnhof nach Hergesalom, nach Ungarn. Pesa, der, glaube ich, keine so gute Qualität hat. Und auch noch viele, viele, viele weitere Strecken. Also da sind ja wirklich unfassbar viele Strecken dabei. Man muss allerdings sagen, zu RSSLO, dass nicht jede Strecke von denen im Train Simulator besonders gut ist. Gerade die älteren Strecken, da fehlt es wirklich viel an Vegetation und an Texturen und an Assets und allem Möglichen. Ne, also mal schauen, wie die das im TSW machen. Aber die neueren Strecken von denen sind halt wirklich auch ganz hübsch eigentlich. Also ich finde, die kann man absolut spielen, die sehen sehr gut aus. Und ich finde, auf der anderen Seite muss man denen halt auch einfach eine Chance geben. Ne? Also die sind ja, die fangen jetzt neu an im TSW. Es kann auch sein, dass deren erste Strecke vielleicht nicht so gut wird, aber dass sie sich halt über die Zeit hinweg dann noch verbessern. Ne? Also vergiss das nicht, dass das auch noch möglich ist. Die Rivet Games, die haben ja auch jetzt ehrlicherweise nicht besonders gut angefangen und haben sehr lange gebraucht, aber mit der Berliner Bahn haben die dann doch gezeigt, okay, sie können es. Das heißt also, manchmal brauchen halt auch bestimmte Studios Zeit und das ist auch irgendwie okay. Bis allerdings mal was von RSSLO kommt, aktuell gibt es keine News. Wir wissen nicht, was die bauen, wir wissen nicht, ob sie überhaupt schon damit angefangen haben. Also aktuell wissen wir noch gar nichts. Auf Facebook oder sonst wo hat heute bisher jetzt auch noch niemand irgendwie was geschrieben von denen. Das heißt also, mal schauen, was da so wird. Genau. Ansonsten, ja, haben wir das hier noch als kleines Abschlussbild zusammenfassend nochmal die ganzen Inhalte für den TSW, was jetzt hier so neu ist. Für den Train Simulator auch interessant, übrigens Ringbahn Berlin. Kommt dann jetzt auch, glaube ich, bald gepublished von DTG auf Steam. Es wurde was zum City Transport Simulator gesagt, der nächstes Jahr kommen soll. Es wird also, glaube ich, noch ein ganzes Stück dauern. Und die Konsolenversion von Catan bekommt, glaube ich, ein DLC. Das heißt nämlich Cities and Nights Expansion, wer sich dafür interessiert, gerne. Also City Transport Simulator. Werden wir uns auf jeden Fall angucken, wenn es rauskommt, aber das dauert halt auch noch. Gut, das war auf jeden Fall sehr viel Information, sehr viele neue Inhalte. Worauf freut ihr euch am meisten? Wie nehmt ihr die Nachrichten auf von der Semmeringbahn und von der Baureihe 111 mit Salzburg-Rosenheim und Japan und Rumänien und potenziell Slowenien und so weiter und so fort? Was sind da eure Gedanken? Lasst es mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe jetzt genug geredet, fast 29 Minuten am Stück. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu schreibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.